Also wenn man hier im Training zuhört, zuschaut, da geht es in allererster Linie einmal um diese ärztlichen Bulletins, eben auch bei der deutschen Mannschaft. Hanna Kebinger nicht dabei, Anna Weidel nicht dabei. Selina Grotjan, die ist mittendrin im Team angekommen, die jüngste im gesamten Feld mit 19 Jahren, kennt das Geläuf hier in Lenzerheide. Denn bei den Europameisterschaften zu Beginn des Jahres, da hat sie hier gleich 3 Medaillen gewonnen. Insofern ist sie hier relativ gut bekannt. Sie ist bekannt, sie ist ein aufstrebendes Talent und sie wird jetzt hier auch die Strecke sich entsprechend einteilen. Also wir sind hier schon auf 1400 Meter bis 1450 Meter ungefähr. Um die Strecke zu bewältigen, bedarf es sehr viel, auch Einteilung, taktische Einteilung. Das kann Selina Grotjan sehr gut. Dann haben wir Sarah Andersson, die jüngste Schwedin mit 20 Jahren. Uno Filzen mit dabei auch schon, mit 2 Plätzen jenseits der 30er. Aber die sind komplett hier mit dabei, mit ihren Besten, den Öberg-Schwestern. Und dann haben wir Lena Hecki-Groß, die wir in unserem Vorbericht heute ein wenig näher betrachtet haben. Mit diesem Podestplatz in Hochfilzen. Sie ist auch topfit, hat Sandra Flunger erzählt und hat sich hier mächtig gefreut auf diesen Auftritt. Und entsprechend dynamisch geht sie hier raus, die 28-Jährige. Alle der Schweizer Athleten wohnen hier in der Nähe und wir schauen mal mit ihr raus auf die Strecke. Vor der die Athletinnen großen Respekt haben, die Höhe, wir haben es gesagt, ist das eine. Man kann sich nicht richtig erholen, die Anstiege sind anstrengend, sind nicht zu steil. Hier sehen wir einen Anstieg, das ist kurz vor Schluss, vor dem höchsten Punkt. Sven Fischer und Lara Dahlmeier demonstrieren hier auch, dass man unterschiedliche Techniken laufen kann und auch sollte. Man darf kein Tempo verlieren. Es ist hier gerade auch in der letzten Runde geboten, das Tempo aufrecht zu halten. Da kannst du sehr viel Zeit verlieren. Es ist anstrengend und die Athletinnen werden sehr froh sein, wenn sie hier oben diese Kurve dann laufen können, bevor sie in eine längere Abfahrt dann laufen Richtung und fahren Richtung Ziel. Dort ist aber darauf zu achten, dass die Abfahrt sehr spiegelig ist. Und ich bin gespannt, wie sich die Strecke heute im Laufe des Rennens verhält. Ja, bislang hier an den ersten Tagen jeweils unterschiedliche Wetterverhältnisse. Es hat mächtig geschneit, gestern hier, momentan. Morgen soll es dann den Sonnenschein geben. Und Tamara Steiner aus Österreich ist die Nächste. Sie müssen auf ihre Stärkste, auf Lisa Therese Hauser, verzichten hier bei diesem Rennen in Lenzerheide. Auch nach Österreich, gute Besserung. 88 Teilnehmerinnen hatten gemeldet. Das ist schon ein relativ überschaubares kleines Feld. In Hochfilzen und Östersund waren es mehr als 100 Starterinnen. Und dann gab es eben noch die ein oder andere Absage kurz vor diesem Rennen. Also es ist schon wirklich ein Thema, das alle hier bewegt. Viel Unruhe im Feld dadurch. Die Reiserei, es ist das vierte Wochenende schon. Eine große mentale Herausforderung auch. Und dann kommt einfach eben auch die Höhe hinzu. So, Franziska Preuß hofft, dass es hier von Tag zu Tag besser geht. Wir haben es gehört, gestern erste Test, der negativ war. Also sind wir sehr gespannt. Läuft aber hier wirklich sehr gut gelaunt, immer wieder lachend durch die Gegend. Ist sicher sehr froh, dabei zu sein. Es hilft ja nichts. Trübsalblasen hilft gar nichts. Lächeln auf den Lippen hilft meist mehr. Und hier sehen wir die Lena Hecki-Groß an diesem steilsten Stück, an diesem Anstieg. Sie nennen in der Schweiz den Mörderbacken, angelehnt an einen Anstieg in Schweden, in Falun. Dort gibt es den originalen Mörderbacken im Langlauf. Aber es ist schon wirklich ein sehr steiler Anstieg, dem auch keine Abfahrt folgt. Anspruchsvolle Strecke insgesamt, auch das war allenthalben zu hören bei den Frauen wie auch bei den Männern. Die Trainer haben gesagt, ja, da musst du schon fit sein bei dieser Strecke. Chloé Chevalier, die erste Französin. Bislang noch ohne Top-10-Ergebnis in dieser Saison. Es ist ja das 6. Einzelrennen insgesamt. Der 3. von insgesamt 7 Sprints, die gelaufen werden in dieser Saison. Und Lena Hecki-Groß bis zu dieser ersten Zeitnahme die schnellste. Ja, gespannt bin ich tatsächlich. Es hat ja leicht geschneit jetzt, genau mit dem Startschuss sozusagen, obwohl der Regen oder der Schneeradar jetzt nichts angezeigt hat. Ich denke, dass es im Verlauf des Rennens schneller wird, also in den Anstiegen auch. Der Schnee ist sehr kompakt
Und die Abfahrten sind aber eben so spiegelig, dass man sehr viel Haltearbeit leisten muss. Hier sieht man es sehr schön, Selina Grotian, wie spiegelig das ist. Jetzt denkst du, hoah, ich kann endlich in der Abfahrt etwas regenerieren. Und dann musst du Haltearbeit leisten mit den Beinen, mit den Unterschenkeln. Und das kann sich am stehenden Anschlag dann sehr negativ auswirken. Bin echt gespannt, was die Athletinnen hinterher sagen. Also das sind alles diese Komponenten, diese Herausforderungen, die wir jetzt schon aufgezählt haben. Diese Unruhe, die Reiserei, die Höhe und dann eben auch diese neue Strecke, die sich zu erschließen gilt. Laura hat das ja und Sven haben das ganz anschaulich erklärt zu Beginn, wie man das dann angeht, sich die Strecken anschaut. Wie gesagt, der ein oder andere, Selina Grotian, auch Franziska Breu schon mal hier gewesen. Da gab es schon mal Zollmeisterschaften, die hier ausgetragen worden sind. Die meisten, die im IBU Cup unterwegs sind, das hat es ja auch schon gegeben. Es muss ja bis mal ein Weltcup irgendwo hinkommen, müssen da schon diverse Wettkämpfe stattgefunden haben. So, Selina Grotian, zweimal mit Platz 21 unterwegs gewesen. Vielleicht gelingt ihr heute mal ein Top-20-Ergebnis. Viele der guten Athletinnen haben sich ja nicht in die erste Startreihengruppe, sondern etwas weiter hinten einsortiert. Also Ingrid Landmark-Tantrevold im gelben Trikot werden wir etwas später sehen mit der Startnummer 38. Elvira Oeberg mit der 43. Dann wird das Ganze hier noch einmal neu Fahrt aufnehmen, dieses Rennen. Amy Baserga, auch sie nicht hundertprozentig fit. Aber natürlich, dann hast du diesen ersten Heimweltcup. Da willst du dann natürlich auch dabei sein. Sie ja von Kindesbeinen an mit Niklas Hartweg unterwegs in diesem Sport, der, ich habe es gesagt, immer noch ein Nischensport hier ist in der Schweiz. Und diese Veranstaltungen hier, dieser Weltcup und dann eben auch vor allen Dingen die Weltmeisterschaften, sollen das ein wenig ändern und den Biathlonsport in der Schweiz voranbringen. Alina Strebus aus Moldawien, 28 Jahre alt. Östersund zu Beginn mit ihren besten Ergebnissen, zweimal 26. Dann hinten dran mit der 17 die erste Athletin aus dem slowenischen Team, Polona Klemencic. Es wird ja im Abstand von 30 Sekunden gestartet. 7,5 Kilometer die Strecke, 3x 2,5. Zweimal wird geschossen, das kennen Sie alles als Stammzuschauer. Die erste ist da, Samuela Komola. Schießstand eigentlich nichts Besonderes anzumerken. Vera Reuseland sprach mal ein wenig davon, dass der Wind vielleicht mal leicht wechseln kann. Und Selina Gasparin, die ja zurückgetreten ist, hat gesagt, ja, der Schießstand hier am Nachmittag, da windet es oftmals, da kommt der Wind auf. Sind wir gespannt, ob sich das hier im Verlaufe dieses Sprints so zeigt und einstellt. So, dann ist es soweit für Franziska Preuß. Weiterer kleiner Rückschlag, da nochmal verzichten zu müssen, gelbes Trikot abliefern zu müssen. Also erneut der Kampf. Und dann sind wir bei Selina Grotian und ihrem ersten Schießen. Kommt mit 11,4 Sekunden Rückstand auf Komola an. Zu sehen an der unteren Leiste die Entwicklung der Zwischenzeiten. Und jetzt geht's für sie in die Strafrunde. Oder Schwellepetz. Trainer der Männer heute am Glas. Weil Christian Mehringer eben nicht dabei ist, ist Sverre Reusland draußen. Er übernimmt den Job hier heute am Schießstand. Marit Ischol-Skogan geht auch sehr ordentlich an. 4,6 Sekunden nur. Und dann schauen wir nochmal auf das Trefferbild und dann eben auf den Fehler beim letzten Schuss. Macht hier wirklich die ersten drei sehr sauber und rechts tief ein größeres Trefferbild. Also die ersten drei Schüsse waren sauber, dann der vierte schon etwas links tief und der fünfte rechts. Sie hat sehr schnell geschossen, 25 Sekunden, wollte riskieren, aber fällt natürlich dadurch jetzt erstmal weit zurück. Ja, 2, 3, 24 Sekunden, muss man schauen, wie schnell diese Strafrunde hier heute zu absolvieren ist. Lucy Cervatova aus Tschechien, stärkste im Moment aus ihrem Team. Sven Fischer hat vorhin schon gesagt, na, schnell wird es heute nicht sein. Also die Strecke ist nicht
schnell vom Schnee her, von den Bedingungen her. Mit der Höhe kombiniert dann eben mit den steilen langen Anstiegen oder mit dem einen steilen und den vielen langen Anstiegen ist das wirklich eine wahre Herausforderung. Ja, Janina Hettich-Walz mit der 27, dann gleich am Start die nächste Deutsche. Und da haben wir Justine Bressas-Boucher, zweitbeste Französin, 9. im Weltcup derzeit. In Hochfilzen war sie ja 3. im Sprint und wird hier sicher auch ein Wörtchen mitreden wollen, um aufs Podest zu kommen. Nadia Moser aus Kanada. Gleich der erste Schuss geht nebendran. Knapp 16 Sekunden gebraucht bis zu diesem ersten Schuss. Und leider hat Lina Hecki-Groß gleich 2 Fehler geschossen beim ersten Liegenschießen. 30 Sekunden Rückstand hinter Andersson, der Schwedin, die fehlerfrei geblieben ist. Also kleiner Rückschlag für Lena Hecki-Groß durch diese 2 Fehler. Dann sind wir bei Tamara Steiner. Ja, gutes Schießen, kommt hier sauber durch. Die 26-Jährige. 13. gewesen beim Einzel zum Saisonauftakt in Östersund. Gleich am ersten Wochenende ja mittlerweile das Opening der Weltcup-Saison. Also aus dem Trimester ist ein 4. Wochenende dazugekommen. Das sind dann schon viele Rennen. Insofern ist das hier wirklich auch eine mentale Herausforderung. Nochmal alles in Kraftakt vor Weihnachten. Hier nochmal in 3 Einzelrennen anzutreten. Und das auf dieser doch selektiven Strecke. Ja, mit einem Fehler, auch sie, Amy Basserger, ich habe es gesagt, in Östersund ist sie dann mal rausgegangen auch, Rennen ausgelassen, aber nach wie vor noch nicht zu 100% fit. Das gilt auch für Markéta Davidová, 41. momentan nur im Weltcup, klar, ist alles noch ein früher Zeitpunkt. Ein 18. Rangsaison, Bestleistung in der Verfolgung von Östersund, zweimal gar ganz ohne Punkte. Markéta Davidová, eine der besten Athletinnen der letzten Jahre. Höhepunkt natürlich für die Tschechinnen, die Weltmeisterschaft im Februar. Kann mir schon vorstellen, dass Egil Jelland, der Trainer, da etwas andere Schwerpunkte setzt und sagt, wir wollen das im Dezember noch als Aufbau nutzen, um bei der WM ganz vorne dabei zu sein. Hoffentlich geht's auf. Hoffentlich geht's auf, schon extrem im Falle von Markéta Davidová und Janina Hettich-Walz, die am Wochenende es vielleicht schaffen kann, die 2. Teilnorm zu hinterlegen. Einmal hat sie es schon geschafft, als 13. in der Verfolgung von Östersund. Zweimal beste 15, einmal Top 8. Das ist die Vorgabe. Und Anna Macka, derzeit die beste Polin hier, mit einem Schießen, das gründlich daneben geht. Da hat sie sich 450 Meter extra eingehandelt, die sie gleich in der Strafrunde abarbeiten muss. Die Athletinnen schießen normal an den Schießstand, auf dem sie auch angeschossen haben. Wind war nicht so besorgniserregend oder eigentlich keiner wie beim Anschießen. Sind natürlich die äußeren Bedingungen, die anstrengende Strecke. Das ist einfach schon schwierig hier. Ja. Dann mit der 29 Lisa Vitozzi. Eine der großen Namen, 3. im Gesamtweltcup. Nicht mit dabei Lou Jamonneau aus Frankreich, die vor ihr liegt im Gesamtweltcup. Auch sie ist erkrankt. Marit Ijos Kogan aus Norwegen. Auch Patrick Oberegger hat Caroline Erdahl nachkommen lassen müssen, um seine Mannschaft hier aufzufüllen. Schießt ohne die Blende an den Augen. Beide Augen offen. Ja, sehr schnell unterwegs. Schauen Sie unten in der Leiste. Auf gelbem Grund minus 7,1. In einem Vorsprung ist sie hier reingekommen. Alles getroffen. Und übernimmt jetzt hier zunächst einmal die Führung vor Andersson und Merkuschina aus der Ukraine. Selina Grotian momentan auf 11 geführt nach der Strafrunde.
Und Lucy Scharbatova ebenfalls erfolgreich. Und da haben wir Selina Krocian draußen auf der Strecke. Im Weltcup-Finale ja ihr Debüt in der vergangenen Saison. Und die Erfolge, die sie hatte zu Beginn des Jahres, viermal auch Gold bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Kasachstan, haben sie hier mit reingetragen in das Weltcup-Team der deutschen Mannschaft. Hanna Öberg. So langsam kommen die großen Namen. Die ist Zehnte im Gesamtweltcup, noch ohne Podest in den Einzelrennen. Single Mixed in Östersund in der Heimat ja gewonnen. Das erste Rennen in dieser Saison zum Auftakt. Und da soll es sicher an diesem Wochenende aufs Podium gehen. Franziska Preuß mit einer guten Angangszeit für die ersten 2,5 Kilometer, 3,2 Sekunden vor Lucy Scharbatova. Das ist die Führende im Augenblick. Bis hierhin recht ordentlich. Ja. Ja, sehr gut reingekommen. Gut 15 Sekunden bis zum ersten Schuss und dann eine saubere Serie von Franziska Preuß. Und mit dieser Angangszeit alles richtig gemacht bis hierher, übernimmt die Führung vor Scharbatova und Skogan aus Norwegen. Dann Vanessa Vogt, derzeit die beste Deutsche im Gesamtweltcup auf Rang 6. Zollbeamtin aus Schmalkalden. Auch schon zweimal auf dem Podest ja gewesen in dieser Saison. Im Einzel war sie Dritte von Östersund. Und Dritte in der Verfolgung. Und dann sind wir bei Sarah Andersson. Im Augenblick die Vierte nach dem Liegenschießen. Geht sehr neutral. Schön mittig, aber trotzdem zwei Fehler. Und da kommt Selina Krocian. Zum stehenden Anschlag. Da haben wir sie groß im Bild. Ah, zügig. Schnell geschossen. Unter zwei Sekunden die letzten beiden Schuss abgegeben. Und dann Lena Hecki groß. So, jetzt aber mit dem dritten Fehler. Lena Hecki groß, als Schnellste da noch reingekommen, aber eben mit dieser niedrigen Startnummer. Und das ist richtig gut geklappt, hat richtig gut geklappt für Selina Krocian. Nach dem zweiten Schießen setzt sich erstmal vorne hin. Und das ist die Frau in Gelb und Rot, Ingrid Landmark-Tandrevold. Und die wittert hier natürlich so ein wenig die Chance in diesem Jahr. Wo die Schwedinnen alle so ein bisschen, die Französinnen mit Anlaufschwierigkeiten. Sie hat sich jetzt erstmal vorne festgesetzt und will dieses gelbe Trikot möglichst auch nicht mehr hergeben. Ist auch wirklich in der absoluten Topform. Selina Krocian hatte eine Schießzeit von 20,9 Sekunden. Das muss nachgeliefert werden. Das ist schon sehr schnell. Hat sie hervorragend gemacht und sie ist ja eine, die die letzte Runde kann. Vielleicht geht da noch was. Und das geht für Rebecca Passler. Deutlicher Rückstand schon hier zum ersten Schießen hin mit 42 Sekunden. So, nach dem zweiten Schießen hat sich jetzt Lena Hecki groß vor Selina Krocian gesetzt. Auch die Ukrainerin Merkushina, die allerdings auch alles getroffen hatte. So wie jetzt Rebecca Passler zunächst mal die ersten fünf Scheiben. Ja, sie kann unheimlich schnell schießen, die Rebecca. Gerade auch im stehenden Anschlag zaubert sie da oft fünf Schüsse ab, dass du sagst, das kann doch gar nicht wahr sein. Juni Arnekleif. Sehr gute Athletin auch. Drittbeste im norwegischen Team im Moment. Mit ihrem ersten Podestplatz der Karriere im Sprint von Östersund. Also, das ist die Disziplin, die ihr liegt. 18,4 Sekunden ihr Rückstand. Und jetzt schießt sie hier
ganz schnell alle 5 Scheiben weg. Und man hat die etwas Bewegung in den Fahnen gesehen. Juni hatte hier überhaupt keine Probleme, also hat sich da nicht irritieren lassen und verunsichern lassen und liegt hier wirklich ein hervorragendes Schießen hin. Knappe halbe Minute hat sie am Ende gebraucht und dann sind wir bei Markéta Davidová. Rückstand, 16 Sekunden, Strafrunde kommt obendrauf für Markéta Davidová. Also auch sie wieder hier in diesem Rennen in der defensiven Position. Aber jetzt schauen wir natürlich auf Janina Hettich-Walz, die da reingekommen ist im Hintergrund. Da haben wir sie groß im Bild. Justiert, 2 Rasten bei rechts. Ja, ganz wichtig für sie, so durchzukommen am Schießstand. Sie sehen es unten, 24,5 Sekunden der Rückstand in der Laufzeit. Aber jetzt eben ein gutes Schießen oben drauf gesetzt. Und damit an der 5. Position. Nach dem ersten Schießen führt Justine Bresas-Boucher vor Juni Arnekleif und Franziska Preuß. Auf Position 3, auf 5 Janina Hettich-Walz. Chevalier haben wir dann noch kurz gesehen und gehen rüber zu Lisa Vitozzi. Ja, ganz sicheres, souveränes Schießen von Lisa Vitozzi. Zufriedenheit da draußen. Ja. Schnellste Zeit bisher, Bresas-Boucher. Und Lisa Vitozzi ist da knapp hinten dran. 2. Rang für sie, 8,6 Sekunden hinter der Französin. Franziska Preuß, auch die nach wie vor sehr gut unterwegs. Und jetzt nimmt das Ganze hier doch ein wenig Tempo auf. Je mehr Athletinnen unterwegs sind, umso mehr ist los hier am Schießstand. Maradischol Skogan, deutlicher Vorsprung für sie beim Erreichen hier des Schießstandes. Und sie trifft hier auch die Scheiben 6 bis 10. Patrick Oberegger am Glas. Ganz starker Auftritt. Sie kämpft virtuell mit Franziska Preuß. Sie waren gerade bei der Zwischenzeit zeitgleich. 5,9 Sekunden war Preuß vorne. Also das ist der Maßstab jetzt erstmal für Franziska Preuß. Und Lucy Charvatova. 3 Fehler jetzt hier im stehenden Anschlag. War sehr gut unterwegs, nur 2,1 Sekunden, aber dann eben das Schießen im stehenden Anschlag. Hanna Öberg schnell das Gewehr abgeschwungen, aber auch sie schon 25,9 Sekunden hinten dran. Sie ist sehr engagiert weggelaufen. Ich habe mich noch gewundert. Lauf nicht ganz so schnell weg, nicht, dass du gleich am Anfang überziehst. Oh, auch Glück beim letzten hier. Also, ja, vielleicht ist es auch bewusst defensiv angegangen. Werden wir sehen im Verlauf des Rennens. Aber jetzt muss sie natürlich zunächst in die Strafrunde. Bislang sind 13 Athletinnen hier beim zweiten Schießen gewesen. 5 haben bereits alle 10 Scheiben getroffen. Das deutet hier auf gute Bedingungen am Schießstand hin. Alina Stremus aus Moldawien. So, jetzt schaut sie nochmal neu. Nach den 2 Fehlern. Aber wir gehen rüber natürlich zu Franziska Preuß. Ja, hier sieht man Skogan 1,5 Sekunden vor Franziska Preuß. Und den einen noch. Ja, wow, das ist wirklich ein starker Auftritt von Franziska Preuß, eben mit dieser Vorgeschichte wieder. Wieder eine Krankheit, wieder rausgenommen zu sein. Sie hat es ja gesagt, ist mir schon schwer gefallen, das wieder zu akzeptieren. Aber sie hat es angenommen und wie. Großartiges Comeback, das zweite in dieser Saison sozusagen
für Franziska. 2,8 hinter Skogan und jetzt ist sie eben im Vorteil und kann vielleicht auf der Schlussrunde zulegen. Und Vanessa Vogt schießt einen Fehler jetzt leider. Ja, knappe halbe Minute ihr Rückstand. Ja, und jetzt sieht man die Fähnchen da hinten schon durchaus auch unterschiedlich im Wind herumtänzeln. Das heißt, Aufmerksamkeit für die Athletinnen im Vergleich zum Anschießen hier richtig reagieren. Caroline Offigstad-Knotten, eine der auffälligsten Athletinnen in dieser Saison. Ja, auch schon das gelbe Trikot angehabt, gemeinsam mit Franziska Preuß. Aber auch sie muss hier in die Strafrunde, verfehlt eine Scheibe. Laufzeit gut. Justine Bressas-Boucher. Sehr schnell unterwegs. Und jetzt auch alles getroffen. Schauen Sie, mit 40,4 Sekunden Vorsprung kam sie schon hier rein. Und das ist eine, die hat hier alle Chancen, diesen Sprint zu gewinnen. Gilt ja als eine der schnellsten, vielleicht die schnellste Läuferin zurzeit im Feld. Also wer soll sie schlagen? Das ist schon eine harte Nuss jetzt für alle anderen Teilnehmerinnen. Ja, der fehlt ihr ja noch in dieser Saison. Ein Weltcup-Sieg. Und dann ist Selina Krotian im Ziel. Ihr Rückstand zunächst 56,8 Sekunden, Rang 3. Aber da wird es noch ein Stück weit nach hinten gehen. Ist ja gleichermaßen hier die Qualifikation. Ingrid Landmark-Tandrevold, gucken wir mal schnell hin. Zweiter Rang. Nach dem ersten Schießen alles getroffen. Die Gesamtweltcup-Führende aus Norwegen. Besten 60 qualifizieren sich ja für die Verfolgung dann am Samstag. Da gilt es natürlich auch, hier eine vernünftige Ausgangssituation für diesen Verfolger zu schaffen. Dann haben wir Julia Simon, die Weltcup-Gesamtsiegerin des Vorjahres. Auch sie noch ohne Podest in dieser Saison. Rückstand 5,3 Sekunden, aber auch sie verfehlt eine Scheibe. Und jetzt, wo wir wissen, dass Justine Bressas-Boucher da schon mit 10 Treffern, auch Franziska Preuß mit 10 Treffern durchgegangen sind, wird das schon schwer. Die wirst du brauchen, die 10 Treffer. Tamara Steiner mit zweimal fehlerfreiem Schießen. Ziel, das ist eine sehr gute Leistung für sie. Ja, momentan Rang 3. Im Ziel hinter Merkuschina Lena Hecki-Groß und Juni Arne Kleif. Alles getroffen im liegenden Anschlag. 40,3 Sekunden jetzt ihr Rückstand. Das ist in etwa die Zeit Skogan und Franziska Preuß. Sehr saubere Treffer. Ist jetzt alles im Liegenbereich. Ganz knapp drunter, tief. Oh, und der letzte war sehr schnell, geht rechts hoch weg. Das waren 4 liegend Schüsse praktisch. Und dann einer weg. Also auf den Bereich des liegenden Anschlages, auf quasi die kleine Scheibe. Elvira Oeberg kommt hier rein im blauen Trikot als Punktbeste unter 25 Jahren. 10,9 Sekunden liegt sie hier hinter Bressas-Boucher. Und davor liegt ja Dorothea Viera, die eine halbe Minute vorher gestartet ist. Beginnt allerdings auch mit einem Fehler, Elvira Oeberg. Glück hier beim dritten auch. Großes Trefferbild. Ja, bleibt bei dem einen Fehler und gleich rüber zu Janina Hettich-Walz. Auch da der erste rote Balken. Mit dem zweiten Schuss hat sie sich den eingehandelt, also auch sie ab in die Runde, die hier keine Runde ist. So wirklich. 150 Meter, dabei bleibt es allerdings. Dorothea Viera läuft hier raus mit einem Fehler. 56,3 Sekunden zurück. Und Lisa Vitozzi im Stehenanschlag. Na, schauen wir rüber ins Ziel. Neue Führende jetzt, Marit Ischols-Kogan. Und dann warten wir eben auch auf Franziska Preuß, ob sie diese Zeit unterbieten kann. 1,5 Sekunden war es nach dem zweiten Schießen, die Franziska Preuß dahinter ihr lag.
Jetzt nachgeliefert. Lisa Vitozzi fehlerfrei geblieben. Ist natürlich auch mit zweimal fehlerfrei recht gut unterwegs. Ja, die Sekunden verrennen. 19 Sekunden Rückstand für Lisa Vitozzi. Zweiter Rang hinter Brezaz Boucher, Fos Kogan und Preuß. Also die ist mit im Rennen. Lisa Vitozzi um die Podestplätze hier. Und Kristina Dmitrenko aus der Ukraine, auch sie eine gute Schützin. Alles getroffen heute. Franziska Preuß hat ein paar Sekunden verloren. 6,3 Sekunden jetzt der Rückstand. Das ist klar. Sie ist natürlich jetzt optimal eigentlich unterwegs für ihre Verhältnisse. Dass sie da auf der letzten Runde noch nichts zulegen kann, das wollen wir natürlich nachsehen aufgrund ihrer Vorgeschichte. Aber ein großartiges Rennen für den Einstieg für Franziska Preuß. Absolut. So, völlig ausgepumpt. Kristina Dmitrenko. Die Ukrainerin mit einem sehr, sehr guten Ergebnis, eben auch aufgrund ihrer Schießleistung, Rang 5 im Moment. Und Justine Brezaz Boucher auf der letzten Runde, klar in Führung liegend. Eine gute Frequenz. Oh, Vanessa Vogt. Ja. Ja. Oh, mit dem einen Fehler schon weit, weit zurück. 1,17, die Zeit ist nicht nur durch die Strafrunde bedingt, sondern da tut sie sich offensichtlich recht schwer. Ja. So, und dann kommt Franziska Preuß ins Ziel. Also, alle sind froh, dass sie wieder da ist. Sie vor allen Dingen, gutes Rennen hier abgeliefert zum Einstieg. Das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung dann auch für die Verfolgung für Franziska Preuß. Zunächst mal auf Rang 2. Protian mittlerweile auf 9. Ja, und völlig ausgepumpt. Ja, hat sie gut Zeit gut gemacht in der Abfahrt. Hat hier nochmal gearbeitet, vor allem die letzte Kurve ins Ziel rein. Da kannst du tatsächlich ein paar Sekunden gut machen. Sehr schön, Franziska Preuß. Sehr, gratuliere. Ja, insgesamt wirklich ein tolles Comeback in diese Saison ja schon hinein. Und jetzt meldet sie sich so zurück. Justine Brezaz-Boucher geht hier innen vorbei. Das ist die Kurve, die ich gerade angesprochen habe. Ins Ziel rein. Und sie ist heute fast unschlagbar. Ich bin gespannt, ob da noch jemand kommen kann. Ja. Thunderbolt vielleicht. Also überragendes Rennen von Justine Brezaz-Boucher. Heute hat es zusammengepasst für sie. Gratulation. Einmal ja schon auf dem Podest gewesen. Ich habe es angesprochen im Sprint von Hochfilzen. Heute könnte es für ganz oben reichen. Sieht sehr, sehr danach aus. Anna Gantler. Ja, sie momentan auf dem 20. Rang im Weltcup. Als beste Österreicherin geführt. Nochmal sei erwähnt, Lisa Therese Hauser kann an diesem Wochenende hier nicht an den Start gehen. Auch sie mit einem grippalen Infekt zu Hause. Aber sie hat sich hier schon die Chancen für weiter nach vorne verbaut durch die zwei Fehler. Und mit einem großen, großen Rückstand hier schon reingekommen, ähnlich wie Vanessa Vogt. Dessen ist auch Ingrid Landmark-Tandrevold in den Skistand gefahren. Gelaufen. Also Vanessa Vogt hat diesen stehenden Anschlag gut erledigt. Sauber alle Ziele getroffen. Genauso wie Ingrid Landmark-Tandrevold. 11,1 Sekunden war ihr Rückstand. Der Weg ist jetzt noch ein Stück weit zur Zeitnahme. Schiebt sich hier zwischen Brezaz-Boucher und Lisa Vitozzi. Sekunden sind es auf Justine Brezaz-Boucher. Ja, jetzt können Wetten abgeschlossen werden. Ja. Es wird schwierig für Thunderbolt. Brezaz-Boucher ist hervorragend gelaufen. Ich bin gespannt. Na, rechts haben wir Vanessa Vogt im Bild, die hier hochkommt. Und dann kommt da hinten Ingrid Landmark-Thunderbolt angestürmt. Gleich vorbei an der ersten, an Sophie Chauveau.
Hand. Da siehst du schon die Klasseunterschiede. Und da siehst du auch, wie diese Strecke selektiert. Bin gespannt, wie weit die ersten 60 auseinander sind. Normal sind es immer so 2,30 bis 2,40 Minuten. Und das könnte halt deutlich über 3 Minuten gehen. Und jetzt sind wir bei Julien Simon. Ja, spielt keine Rolle heute hier groß. 42,4 Sekunden jetzt schon ihr Rückstand. Das allerdings war ein gutes Schießen von ihr. Hinten raus, sehr schnell, dann kommt Juliane Kleif rein. Auf die 4. Position hinter Franziska Preuß. Also im Ziel jetzt Bresas, Boucher, Voskogan und Preuß. An Position 4, Juliane Kleif. Becker-Passler ist eingekommen an Position 13. Und mit der 58 Lynn Persson, weitere Schwedin. Und dann geht's los hier für Johanna Puff. Premiere im Weltcup. Wenn Sie den Vorlauf gehört haben, für sie ging es wirklich rasend schnell. Später dazu vielleicht etwas mehr, sind wir bei Lynn Persson. Der ordentlichen Angangszeit, 15,3 Sekunden zurück. Lässt sich Zeit. Jawohl, sehr gute Schießeinlage, eine gute Basis für das weitere Rennen. Fehlerfrei zu bleiben, das ist ja Pflicht. Und dann ist Janina Hertig-Walz im Ziel. Rang 6 für den Moment. 1,29,1 ihr Rückstand auf Justine Bresas-Boucher. Das dann eben auch der Rückstand morgen, übermorgen in der Verfolgung. Ah, und hier sieht man, sehr glatt ist es. Alle haben sie zu kämpfen. Oh, und da kommt es zum Sturz. Das ist natürlich bitter. Anna Öberg mitbeteiligt. Dann sind wir bei ihrer jüngeren Schwester. Ja, hat jetzt hier alles getroffen. Aber ihr Rückstand gehörig, 48,2 Sekunden. Da kämpft sie mit Franziska Preuß. Mhm. Und da wird sie vielleicht auf der letzten Runde sogar Franziska Preuß noch überholen können. Ja, also durch die Zeitnahme momentan Rang 7 hinter Preuß. So 9 Sekunden. Und dann werden wir erleben, ob Elvira Öberg das schafft, diese Sekunden aufzuholen gegenüber Franziska Preuß. Anna-Maria Lampitsch, da haben wir Rico Groß, ihren Trainer. Alle immer darauf warten, ob sie dann einmal durchkommt. Die aus dem Langlauf rübergerutscht ist zum Biathlon. Eine der absolut schnellsten im Feld, aber eben am Schießstand ist ja klar nach dem Umstieg. 4 Jahre hat sie sich Zeit gegeben, um absolute Top-Athletin zu werden. Anna-Maria Lampitsch. Sie haben es vielleicht beobachten können, mit der schnellsten Laufzeit angekommen, aber dann eben mit den 2 Fehlern. Ist immer in der Lage, mal so eine Runde auch rauszulaufen, aber sind wir gespannt. Es kommt ja dann auch noch der Anschlag stehend. So, wir sind bei Vanessa Vogt. Vorläuft in Grittlandmark, Andre Wold. Sie war 12 Sekunden zurück, die Norwegerin hier zur Zwischenzeit. Also auch an Vanessa Vogt ist sie vorbeigezogen. Ja, sie will in diesem Jahr unbedingt die Chance ergreifen, bleibt auch oder fährt nicht nach Hause, besser gesagt, sondern bleibt über Weihnachten, geht nochmal nach Lavassee in die Höhe. Übrigens auch wie Vanessa Vogt. Will alles dafür tun, die Gelegenheit, die momentan günstig scheint, zu nutzen. Rang 2 hinter Bresas Boucher. 12,2 waren es, also da hat sie nichts gut machen können. Im Gegenteil, 2 Sekündchen verloren. Und das sieht doch schwer aus bei Vanessa Vogt. Ja, 13. Rang, aber der Rückstand 1,55 ist schon gehörig. Und da kommt Hanna Öberg rein, eben noch beim Sturz gesehen. Also insofern auch für sie mit den 2 Strafrunden und dann eben diesem Sturz nichts zu machen heute. Kein Podestplatz, 2 Minuten 14 der Rückstand. Das dann eben auch, wie gesagt, die Ausgangssituation für die Verfolgung übermorgen. Und das ist schon ein kräftiger Rückstand. Lea Meyer, weitere Schweizerin,
23 Jahre alt. Erstmals in dieser Saison auf der großen Bühne im Weltcup mit unterwegs. Neben Amy Berserger auch sie nicht 100% fit. Aber macht sie gut. Beide Premiere hier in Lenzerheide. Dieses erste Schießen und da hinten blitzt es auf. Das gelbe Trikot, gelb und rot gefärbt. Ingrid, Landmark, Tantrevolt. Die Zeit von Présence Boucher, die ist durch. Aber sie setzt sich hier zunächst einmal souverän auf die zweite Position vor Lisa Vitozzi. Der Norwegerin Skogan, Franziska Preuß damit auf Rang 5, Janina Hettich-Walz auf 8, Selina Grozian momentan auf 21. Und exakt die gleiche Zeitrückstand wie nach dem Schießen, Tantrevolt auf Présence Boucher. Und dann kommt Vanessa Vogt ins Ziel, 1,56,4 Sekunden der Rückstand, Rang 13. Ja, da wird sie nicht zufrieden sein mit ihrem Rennen. Aber wir haben es ja zu Beginn gesagt, neue Strecke hier. Alle haben gesagt, das ist schon kräftig in der Höhe. Dann noch dazu sind wir gespannt, was die Athletinnen zu berichten haben. Wie sie sich in ihren einzelnen Rennverläufen gefühlt haben, sich das Ganze eingeteilt haben. Beziehungsweise sich auch die Strecken im Vorfeld erschlossen haben. Mona Brorson. Auf einem Top-10-Platz. Neunter Rang hinter Janina Hettich-Walz. Ja, und das könnte durchaus reichen für Janina Hettich-Walz, diese Teilnahme heute zu erledigen. Momentan Rang 8, wie gesagt, zweimal Top 15. Einmal hat sie schon gezeigt und geliefert. Und dann kommt Julia Simon. Und die setzt sich hier auf Rang 3, Rang 4, ja. Hinter Vitozzi. Présence Boucher, Tantrevolt, Vitozzi. Das sind die ersten drei. Und damit geht es für Franziska Preuß noch einen Platz nach hinten. Selina Grozian, Vanessa Vogt hier im Gespräch und im Austausch. Und Elvira Oeberg, die kämpft. Momentan Sechste. Oh, und hat Franziska Preuß überholt. Ja. Wir haben ja gesagt, 9 Sekunden waren Rückstand. Jetzt sind schon 5 Sekunden Vorsprung. Enorme letzte Runde. Auch Skogan knapp davor nur. Gute Sekunde war das noch auf die Norwegerin. Auch die kann sie noch nehmen. Ja, wenn wir auf die Laufzeiten schauen, Preuß und Hettich-Walz 1 Minute 1 und 1 Minute 5 zurück, also ähnliche Laufzeiten. Auf der letzten Runde auch da genau zusammen auf 3/10 die beiden. Also das ist eine Liga. Aber vorneweg natürlich Présence Boucher, die hier enorm gelaufen ist. Natalia Sidorowicz aus Polen. Und dann kommt Darja Virolainen aus Finnland mit dazu. Auch neu im Team. Auch deutlich zu sehen nach den Olympischen Spielen. Die Jahre danach, ja ein, zwei Jahre. Viele, viele neue Gesichter, viele junge Gesichter auch. Im Weltcup-Zirkus. So, und sie handelt sich hier zwei Strafrunden ein. Und dann sind wir bei Johanna Puff. Erstes Schießen. Justiert ganz leicht. Wind geht von links nach rechts. Man sieht es auch ein wenig an den Haaren. Ja, aber das ist sehr, sehr ordentlich. Da haben wir schon ganz andere Rückstände gesehen auch. Alles getroffen hier für Johanna Puff. Und nachzutragen noch Elvira Oeberg, die als Fünfte reingekommen ist. Die Norwegerin Skogan noch überholt hat, übertrumpft hat. 52 Sekunden ihr Rückstand, also auf Rang 5 Elvira Oeberg. Und Johanna Puff zunächst einmal auf Rang 40. Wie gesagt, da sind die Anforderungen an sie überhaupt nicht hoch. Sie soll hier reinfühlen. Ich habe es erwähnt, zwei Sprünge auf einmal gemacht hinein. In den Weltcup-Zirkus, Johanna Puff soll das Ganze kennenlernen.
und sich nicht unter Druck setzen, ist immer leicht gesagt. Wenn plötzlich all die um dich herum tanzen und turnen und laufen, die du sonst im Fernsehen siehst. Sophie Chauveau. Oh, da geht es jetzt ein wenig dahin mit Sophie Chauveau. Wir haben ganz kurz vorhin auch noch jemanden jubeln sehen. Das war Deidre Irvine. Die ist tatsächlich im Augenblick Achte im Ziel. Eine hervorragende Leistung. Für die US-Amerikanerin, ja. Ja. Bislang ein 7. Rang auf als persönliche Bestleistung. Also wieder so ein Top-Ergebnis. Und da haben wir mal den ersten Blick auf das momentane Ergebnis. Ob sich daran noch groß was ändert, wird sich weisen. Justine Bressas-Boucher hat hier wirklich ein souveränes Rennen abgeliefert. Ähnlich wie Ingrid Landmark-Tandrevold. Lisa Vitozzi auf 3. Das sind drei Namen, die man da vorne auch vermuten konnte. Simon auf 4, Öberg auf 5, Skogan 6, Franziska Preuß auf 7 und wir sind bei Anna-Maria Lampitsch. Ja, und noch einmal zwei Fehler für sie. Sie hat nicht mehr so viel Bewegung auf der Waffe, wie sie schon hatte. Also es wird schon besser. Langsam, langsam wird es besser. Und die Hoffnung sollte man ja nicht aufgeben. Ja, überhaupt nicht. Wie gesagt, sie kommt ja mit einer super Laufform immer wieder rein. Teresa Bobornikova aus Tschechien. Starkes Rennen von ihr. 9. Rang momentan auf einer Top-10-Platzierung. Hat sie bislang erst einmal geschafft mit einem 6. Rang im Sprint. Ja, und dann hören wir doch mal runter. So eine erste Stimme. Sind wir mal interessiert, wie es Selina Krotian ergangen ist. Nils, bitte. Ja, Selina, Sie sind die erste deutsche Biathletin, die ein Weltcuprennen hier in Lenzerheide beendet hat. Mit der hohen Startnummer, mit der frühen Startnummer. Wie ist Ihnen ergangen unterwegs? Ja, ich muss sagen, auf der Strecke jetzt überhaupt nicht gut. Ich habe schon gemerkt, dass jetzt mein Körper langsam mal eine Pause braucht. Aber ich bin sehr froh, dass ich am Schießstand da wenigstens nur einen Fehler diesmal habe liegen lassen. Und ja. Wir haben ja schon gehört, dass die Strecke so ein bisschen versteckte Tücken hat. Oder hat es mit der Höhe zu tun oder mit der Gesamtbelastung jetzt nach Östersund und Hochfilzen? Ja, ich denke, also die Lenzerheide an die dritte Stelle zu setzen, ist dann schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Erstens ist es in der Höhe, dann ist die Strecke schon sehr anspruchsvoll mit den vielen steilen Bergen. Und jetzt noch an dritter Stelle, ich glaube, da kommt alles zusammen. Und wer da jetzt nicht fit ist, dem gibt's es dann eigentlich richtig, ja. Die Weihnachtsferien sind nahe. Vielen Dank. Danke. Also bestätigt genau das, was wir im Vorfeld gehört haben und was alle vermutet haben. Das ist richtig nochmal eine Herausforderung hier, diese drei Einzelrennen vor Weihnachten. Und ich habe es erwähnt am Anfang, es ist ja nicht nur einfach die dritte Stelle, es ist der dritte Ort, ja, aber das vierte Wochenende, an dem Rennen zu absolvieren sind. Lea Meyer wird hier unterstützt. Ein paar hundert Zuschauer haben den Weg hierher gefunden ins Stadion heute, während der Woche. Und das ist ein perfektes Schießergebnis. Ja, insgesamt die Schweizer Mannschaft ja wirklich so ein wenig aufstrebend. Mit Selina Gasparin haben sie natürlich eine ihrer Stärksten auch verloren. Sandra Flunger hat auch noch mal gesagt, wir haben halt die Tiefe nicht ganz so. Sie tut sich dann schwer, neue Athletinnen heranzuführen. Lea Meyer ist eine davon mit 23 Jahren, die da reinstößt. Und Sandra Flunger sagt eben, da merkt man eben auch, dass es doch schon noch eine Nische ist. Ski Alpin, Langlauf, ganz klar in der Schweiz. Die großen Sportarten, die großen Wintersportarten. Aber mit den Leistungen Annalena Hecki-Groß, Sebastian Stalder, Niklas Hartwig werden schon Ausrufezeichen gesetzt und ist eine Entwicklung spürbar. Wichtig wäre eben, viele, viele junge Menschen begeistern zu können für den Biathlonsport.
Es ist überall das Gleiche. Der Nachwuchs nährt eben die Spitze irgendwann und das wäre halt notwendig. Und die Johanna gehört zum Nachwuchs definitiv. Sie ist noch nicht so weit, dass sie hier mit den Besten mitlaufen kann. Du hast es vorhin erwähnt, es wird auch nicht erwartet, dass sie läuferisch jetzt schon irgendwas reißt. Sie selbst ist auch noch nicht da, wo sie will, sein will. Also insgesamt ist wichtig, dass sie hier lernt und vielleicht auch ein zweites Mal fehlerfrei schießen kann. Du siehst hier einfach die Unterschiede. Ja, den Persson, die da leicht vorbeiläuft an Johanna Puff, die im Übrigen der Vorwurf in Idre einen Sprint gewonnen hat in diesem IBU Cup mit der 10. Laufzeit. Auch da hat sie alles getroffen. 4 Rennen hat es da gegeben oder hat sie absolviert. 3-mal war sie unter den Top 10 und schauen wir rüber zu Caroline Erdahl. Die für die erkrankte Marte Johansen mit reingekommen ist, die Führende im IBU Cup. Da hat es 5 Rennen gegeben, 3-mal war sie da auf dem Podest. Und hat hier gezeigt, dass sie eine gute Schützin ist. 26 Jahre, schon erfahren, schon häufiger mit dem Weltcup unterwegs gewesen. Die Frau aus Lillehammer, 16. Rang nach diesem zweiten Schießen. Franziska Preuß nach wie vor auf 7, Janina Hettich-Walz auf 12, Vanessa Vogt auf 19, Rotian 31. Also ein weiteres sehr gutes Ergebnis für Franziska Preuß, das da heute dazukommt unter den Top 10. Und da kann es immer wieder nur unterstreichen und mit Ausrufezeichen versehen, das Ganze nach eben der Krankheit, der kurzen Pause nochmal eben den kurzen Rückschlag. Lynn Persson kommt rein. Hat sich mit dem einen Fehler ein noch besseres Ergebnis hier versaut. Ja, leichtes Kopfschütteln. 1,30 zurück, 13. Rang. Also die ersten 7 mit Franziska Preuß sind da innerhalb einer Minute dann übermorgen in der Verfolgung. Danach geht es dann schon gut über eine Minute rüber. Ja, und Anna-Maria Lampitsch. Kommt Lampitsch ja mit 4 Fehlern. Und kämpft virtuell auch etwas gegen Hettich-Walz, die ja noch unter den ersten 12 ist und mit dem 15. Platz die zweite Norm erfüllt hätte. Ja. Das wollen wir ja doch hoffen, dass ihr das heute gelingt. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Und wir schauen auf Johanna Puff. Zweites Schießen. Ah, schade. Ja, lässt sich aber da nicht beirren, trifft die nächsten 4 Scheiben nach dem Fehler zu Beginn. Schaut sie noch mal hinterher. Hat sie ganz ordentlich gemacht. Wie gesagt, nie vergessen, erster Auftritt und gar nicht so lange erst in der zweiten Liga da unterwegs gewesen, seit 2 Wochen. Hat dann die Verfolgung ausgelassen in Idre, um schon hierher reisen zu können. Felix Bitterling, gesagt, lange Anreise, dann hier noch die Höhe, da muss sie dann schon rechtzeitig hier sein, seit Montag in Lenzerheide und jetzt eben mittendrin im Weltcup-Zirkus. Also die letzten 4 waren sehr gut, 12,3 Sekunden benötigte sie bis zum ersten Schuss, das ist auch sehr rasch und ja, jetzt kämpft sie darum, unter die ersten 60 zu kommen. Während Anna-Maria Lampitsch hier Richtung Ziel strebt. 14. Rang im Moment mit den 4 Fehlern. Zeigt sie wieder ihr ganzes läuferisches Potenzial. Mensch, Johannes, du spürst es schon auch, oder? Ja, gut. Dass La Vita gibt. Ja, gut, dass La Vita gibt. Mit über 70 Sorten Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen gibt's nur direkt bei La Vita. Also ein Lächeln bei Anna-Maria Lampitsch. Und dann schauen wir, wie es Lea Meyer ergeht. 28. Rang, ja, ja, man sieht hier schon den Kampf an hier. Ja, und sie haben auch erzählt, so gut kennen wir das Ganze hier ja im Winter nicht. Wir sind zwar im Sommer mal hier, aber im Winter sind wir ja eben auch im Weltcup-Zirkus unterwegs.
Lea Meyer schon eher hier im IBU Cup mal gewesen. Aber natürlich kennen sie die Strecken und aber eben nicht zu diesen winterlichen Bedingungen. Anna Magnusson. Tadellos gearbeitet am Schießstand. Alle Scheiben getroffen. Aber auch für sie hier keine zufriedenstellende Position heute, die sie da erreichen kann. Anna Magnusson. Gerade eben mit dem Blick auf die Schießleistung ein Rückstand von mehr als 2 Minuten ist schon kräftig. Die Strecke selektiert einfach. Die selektiert. Und wenn man einmal auf den Platz 60 schaut, dann sind das im Augenblick 5 Minuten 14. Und da hat Lea Meyer noch etwas Glück. Es ist eben glatt und kostet Kraft, um diese glatten Stellen zu bewältigen. Die letzten Meter jetzt ins Ziel und es ist für sie ein Erfolg, unter die ersten 30 zu kommen. Definitiv. Basis hat sie am Schießstand gelegt. Geht es noch mal so leicht bergan und dann wird sie empfangen. Lautstark von den Zuschauern. Lea Meyer. Und wird hier ins Ziel gepeitscht. 30. Rang. Gleich der Dank von ihr. Ja, sind sie ja in dem Maße auch nicht gewohnt, diese Unterstützung zu erfahren. Aber hier eben beim Heimweltcup neues Gefühl, auch für Lea Meyer, 30. Rang im Moment. Vorne also unverändert aus deutscher Sicht. Franziska Breuß an 7, Janina Hettich-Walz auf 12, Vanessa Vogt 21. Und Emilie Arkheim-Kalkenberg ändert daran auch nichts. Ganz vorne Justine Bressas-Boucher vor Ingrid Landmark-Tandrevold und Lisa Vitozzi. Und sie hier kommt ein an 34. Position. Und Ingrid Landmark-Tandrevold, also bleibt da im gelben Trikot. Wie gesagt, die Zweitplatzierte ja nicht mit dabei heute, Lou Jamonneau, überhaupt am Wochenende. Lisa Vitozzi, die Drittplatzierte im Gesamtweltcup, zieht natürlich vorbei an Lou Jamonneau. Schon langsam kann man auch Janina Hettich-Walz dazu gratulieren, dass sie unter den ersten 15 bleibt und damit die zweite Hälfte ihrer Norm da erfüllt hat für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft im Februar. Na, denn wenn wir hier drauf schauen auf den Computer, da kommen nicht mehr wirklich Athletinnen, die das gefährden können. Das ist der Blick. Justine Bressas-Boucher. Ganz vorne also, oben auf, die Französin. 5. Weltcupsieg für sie. Für die junge Mama, die zurückgekommen ist. Und jetzt hier wieder ganz oben drohen vor Ingrid Landmark-Tantowold und Lisa Vitozzi. Franziska Breuß, wie erwähnt, auf 7. Und da hier auf der 2. Seite Janina Hettich-Walz auf einem guten 12. Rang. Wenn man den gesamten Rennverlauf sieht und die Platzierungen der Top-Favoritinnen, da sind durchaus auch welche, die sie da hinter sich gelassen hat. Da haben wir noch mal eine Zeitlupe von Justine Bressas-Boucher, die wieder voll zurückgekehrt ist, Rennen gewinnen kann. Ist schon beeindruckend. Nach der Babypause. Ja, Olympiasiegerin, Massenstart gewesen, 22 in Peking, dann Mama geworden und die heute sehr, sehr zufrieden. Zumindest sieht es so aus. Die Laufzeiten sind schon auch ein Signal dafür, wie diese Strecke selektiert, wenn man bedenkt, Franziska Preuß ist 1 Minute 15 hinter Andrea Lampitsch natürlich und Johanna Puff kämpft um eine Platzierung unter den ersten 60. Absolut, und damit um die Teilnahme an der Verfolgung.
Das wäre schon wirklich cool. Für die junge Nachrückerin hier. Anna Kebinger im Übrigen fängt jetzt wieder langsam an zu laufen, zu trainieren. Soll dann starten Ende des Jahres am 28.12. auf Schalke bei der World Team Challenge. Ähnlich wie Roman Rees wieder als Einstieg nutzen, um dann im Januar wieder voll mit dabei zu sein in den jeweiligen Teams. So, Johanna, jetzt gilt's. Es sind nur ein, zwei Athletinnen hinter dir, die ganz knapp sind. Also die Abfahrt sollte man jetzt nutzen, aber es ist leichter gesagt als getan. Es ist nicht mehr viel Kraft in den Beinen vorhanden, kann auch nicht. Die Strecke ist zu schwierig. Also noch einmal Spannung aus deutscher Sicht. Schafft es Johanna Puff hier, sich zu qualifizieren für die Verfolgung? Unter die besten 60 in diesem Feld der 88 bzw. dann ja reduziert 83 Athletinnen. Letzte Kurve, komm. Umtreten, nicht rutschen, leichter gesagt. Und ein Schlussspurt jetzt gefragt. Ja, und werden Sie es mitverfolgen. Liegt jetzt auf dem 48. Jetzt rutschen noch ein paar Namen durch. Ja, versucht da noch wirklich den Schlussspurt hinzulegen. Und jetzt hat sie es geschafft. Auf dem 56. Rang ist sie reingekommen. Also da ist noch ein wenig Luft. Dann noch ein paar Athleten hinter ihr sind. Aber das ist doch schon ein richtig gutes Zeichen von ihr. Das ist ein richtig gutes Zeichen an die Mannschaftsführung, dass Johanna Puff sich hier gleich so beweisen kann und ein weiteres Rennen quasi damit gewonnen hat. Ja, gut gemacht. Die 21-Jährige aus Oberaudorf. Schauen wir noch einmal aufs Ergebnis von heute. Justine Bressas-Boucher. Also zum frühen Zeitpunkt hat sie hier die Bestmarke gesetzt, die ihr keiner mehr genommen hat. Die Frau in Gelb und Rot an Position 2. Ingrid Landmark-Tantrevold, Lisa Vitozzi an 3. Franziska Preuß wieder unter den Top 8. Selbst nach der Krankheit stark zurückgekehrt. Janina Hettich-Walz erledigt die zweite Teilnorm in Richtung WM. Vor Lynn Persson noch und Lena Hecki-Groß. Sie hatte heute am Schießstand so ihre Problemchen. 3 Fehler, da war nicht mehr drin als Rang 19.